war schon sehr spät geworden und ich freute mich auf eine entspannte Nacht in meiner kuscheligen Kräuterkohle. Voller Zufriedenheit legte ich mich lächelnd zur Ruhe. Friede der Nacht wünschte ich allen Menschen, Friede der Nacht allen Tieren, Friede der Nacht dem neuen Himmel Monoli. Ach, einfach allem wünschte ich tiefen Frieden. Ich schloss die Augen. Ich sank immer tiefer und tiefer in meiner Kräuterkohle. Doch Moment mal. Wieso sah ich mich auf einmal dort liegen? Ich betrachtete mich, wie ich da lag und schlief. Wie war das möglich? Eine Hand berührte die meine. Als ich mich umdrehte, sah ich eine sehr hell leuchtende Gestalt. Das Licht, was diese Gestalt umgab, war so hell, dass ich mich wunderte, dass meine Augen das aushielten. Doch sah ich mit meinen Augen? Sei beruhigt, Ani. Du bist es und siehst es. Dein Geist macht nur einen kleinen Ausflug mit mir. Ohne weiter darüber nachzudenken, ganz im Gegenteil, ließ ich mich geborgen von diesem hellen Licht und dieser beruhigenden Stimme abholen. Zusammen wurden wir immer weiter von meinem Schlafort fortgezogen. Wir sahen die Wiese und die Wälder immer weiter entfernt. Selbst unsere neue Erde wurde kleiner und kleiner, bis sie gar nicht mehr zu sehen war. Ohne Angst ging es weiter. Wir verließen die Milchstraße und letztendlich unsere ganze Galaxie. Wohin gehen wir? Fragte ich. Heute möchte ich dir etwas ganz Besonderes überreichen, Ani. Den Schlüssel des Lebens. Dazu müssen wir zu einem ganz besonderen Ort. Und dahin führe ich dich jetzt. Den Schlüssel des Lebens? Als ob diese Worte einen Knopf zum Beamen drückten, befanden wir uns an einem riesigen Tor. Geh hindurch. Diesen Schritt musst du alleine tun. Ich war viel zu neugierig, um Angst zu haben. Ich drehte mich um und ging alleine durch dieses große Tor. Auf dem Weg vor mir sah alles ziemlich irdisch aus. Neben dem Weg blühten üppig viele Blumen. Ich nahm sogar ihren herrlichen Duft wahr. Es war ein sehr friedlicher Ort und ich lief weiter den Weg entlang. Mit einem Mal sah ich ein wunderschönes Schloss. Echt jetzt? Stellte ich mir die Frage. Ein Schloss? Es war wunderschön und ich freute mich, als ich die Tür des Schlosses erreicht hatte. Trotzdem wunderte ich mich, dass ich hier, so weit abgelegen von Raum und Zeit, ein Schloss vorfand. Die Tür öffnete sich automatisch und ich kam mir so vor, wie in der Halle, von wo aus es zum Miprobitun ging. Rechts und links führte eine wunderschöne Treppe ins Obergeschoss. Oh Mann, ich weiß nie, welche ich dann nehmen soll. Ich überlegte. Rechts an der Wand hing ein Gemälde mit Schlüsseln. Warum waren wir hierher gekommen? Sagte man mir nicht etwas von einem Schlüssel? Ich wählte den rechten Aufstieg. Oben angekommen, öffnete ich die einzige Tür auf dem Flur. Oh, ein Raum durchflutet von Licht tat sich auf. Ich konnte erstmal gar nichts wahrnehmen, außer dieses helle Licht. Es wirkte ein wenig wie Nebel.
Das war wohl selbst für diese geistigen Augen zu viel. Von weiter her nahm ich eine wunderschöne Melodie wahr. Ich sah in diese Richtung und tatsächlich lichtete sich dieser helle Nebel. Weit entfernt von mir nahm ich einen Thron wahr. Einen Thron? Der Thron sah aus wie der Thron von Zeus oder Odin. Zeus? Odin? Unser irdisches Leben vor unserer neuen Welt schien mich wieder einzuholen. Ich war irritiert. Ich packte allen Mut zusammen und ging auf den Thron zu. Na, Ani, du hast ja lange gebraucht. Und nein, Zeus oder Odin bin ich nicht. Komm her zu mir, damit du den Schlüssel des Lebens entgegennehmen kannst. Tief beeindruckt folgte ich diesem Wesen. Die Stimme kam mir so vertraut vor. Vor ihm angekommen, blickte ich in warme Augen. Warme Augen voller Liebe. Machen wir es nicht so spannend. Ich kenne deine Ungeduld. Hier hast du den Schlüssel. Nee, das hatte nun wirklich nichts mit vorirdischen Göttern zu tun. Ich nahm den überdimensionalen großen Schlüssel in meine Hände und wusste nicht so recht, was ich sagen sollte. Ja, danke. Danke. Echt groß. Was mache ich jetzt damit? Also gehe und verlass das Schloss und nehme die linke Treppe. Ehrfürchtig und dankbar machte ich mich auf den Weg. Ich ging den blumigen Weg zurück zu dem großen Tor, durch das ich eingetreten war. Da war sie wieder. Diese Lichtgestalt, die mich hierher geführt hatte. Als ich vor ihm stand, sagte er: Schaue mir in die Augen. Es waren fast dieselben Augen wie die, die ich gesehen hatte, als ich vor dem Thron stand, abgefahren. Ich versank in seinen Augen. Ein Gefühl, wie endlich zu Hause angekommen zu sein. Voller Liebe und Wärme. Nun passierte etwas, was sehr schwer zu beschreiben ist. Ich versank in diese liebevollen Augen und war außerhalb von allem, was ich jemals gefühlt und gesehen hatte. Ein großes Buch erschien. Es war so enorm groß, dass es in ein ganzes Universum passen würde. Es sah aus wie ein Poesiealbum, was man abschließen konnte. Nur, dass das Schloss in der Mitte des Buches angebracht war. Ich steckte den Schlüssel ins Schlüsselloch und drehte nach links. Das Buch sprang auf. Es war kein Buch, was man liest, wie es früher einmal war. Aus dem Buch sprangen Zeichen, Hieroglyphen, Runen, Buchstaben, und musste einfach heraus. Vieles davon kannte ich, vieles aber auch nicht. Bei den 5 platonischen Körpern blickte ich genauer hin. Wie als wenn die Zeit anhielt, hörte auch das Buch auf, weiteres Wissen herauszusprudeln. In Gedanken verband ich das, was ich über die Fibonacci-Folge wusste, mit diesen platonischen Körpern. Ich begriff, dass alles aufeinander aufgebaut war. Dass alles Leben auf jedem existierenden Planeten, ja sogar in jeder Galaxie,
und letztendlich in jedem Universum auf diesem Rechenexempel basierte. Alles, die Sonne, die Erde, die Bäume, ja selbst wir Menschen, sind auf dieser Rechengrundlage erbaut. Aber wieso, fragte ich mich, ist das nicht ein bisschen einfach? Und was ist mit unserem Geist, mit unserer Seele? Der Geist, der dies gerade erfahren darf. Es musste mehr dahinter stecken. Als ob ich ein Blatt umblätterte, sprudelte das Buch sein Wissen weiter heraus. Ich sah Wesen, hell leuchtende Wesen. Anders wie das, was mir hier begegnet war. Sie sahen menschenähnlich, aber doch leuchtend aus. Viele davon saßen zusammen im Kreis und überlegten, was sie als nächstes erschaffen könnten. Ich konnte alles hören, was sie sprachen. Lass uns wieder einen neuen Planeten erschaffen. Dieses Mal einen mit pinkem Gras und lila Blättern an den Bäumen. Ohne die hermetischen Gesetze, sondern mit den heinbierischen. Es ist langweilig geworden, immer nur Planeten und Universen aufgrund der Hermetik zu erschaffen. Außerdem haben wir dafür ja schon unser großes Rechencenter erstellt, was diese Aufgabe ganz wunderbar erfüllt. Ein anderer sagte, genau, wir brauchen ja nur noch Seelen und ihre vorbestimmten Erlebnisse herunterzuschicken. Wie jetzt? Ich war erschüttert, das so kühl und berechnend zu erfahren. Wie leicht es für sie war, Leben zu erschaffen. Und wie leicht, Seelen ihrer Bestimmung zuzuführen. Ich wollte umblättern, doch dann hörte ich eine Stimme, die mir seltsam bekannt vorkam. Hey, guck mal, was ich erschaffen habe. Hier seht ihr diese Diamanten mit dem goldenen Relief. Ist das nicht wunderschön? Das ist doch nicht möglich. Das war ja meine Stimme. Ich saß tatsächlich mit diesen Lichtwesen da und hörte mir selber zu. Ich sagte, unsere Rechenmaschine läuft ganz hervorragend. Und die Seelen und Leben werden auch ganz automatisch verteilt. Ich bin dafür, dass wir uns jetzt anderen Projekten widmen. Einer machte den Vorschlag, wie wäre es, wenn wir unsere eigene Erfindung und Erschaffung auch mal selber ausprobieren? Oh Mann, genau das haben wir alle getan und uns dabei verloren. Was sollte ich nun tun? Fragend schaute ich mich um. Ich schlug das Buch zu und schloss es wieder ab. Ziemlich enttäuscht fragte ich mit stummem Blick mein Gegenüber. Er sprach beruhigend auf mich ein. Schau, was Schöpfer alles können. Es gibt nichts, was es zu verurteilen gäbe. In deiner Welt existiert das Niprobitun. Weißt du, wer es zum Schutz der neuen Welt und vor allem zu deinem Schutz installiert hat? Es war dein Lichtseelenpartner, der dich und alle anderen vor den Ereignissen, die passiert sind, bewahrt. Bei diesen Worten war ich zutiefst beruhigt und voller Dankbarkeit. Danke, dass es so lichtvolle Wesen gibt, die uns als neue Menschheit vor diesen Erfahrungen bewahrt. Ist dieses Lichtwesen auch hier auf der Erde? Wer weiß. Beruhigt kehrten die Lichtgestalt und ich nach diesen Worten wieder auf unsere schöne Erde zurück. Wie durch Zauberhand gelangte ich wieder in meinen Körper und fühlte mich um einige Erkenntnisse reicher.
Ich wachte in meinem Körper auf, schaute mich um. Und alles um mich herum schien immer noch zu schlafen. Ich beschloss, die anderen schlafen zu lassen und ihnen morgen von dieser Begebenheit zu erzählen. Sei auch du gespannt, wie es weitergeht, hier in Anis Welt. Bis zum nächsten Mal, deine Ani. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das unter den Angaben in der Infobox gerne tun. Vielen Dank für deine Spende.